Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geheimakte 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich glaube, die Texte im Tagebuch hatten wir ja vorgelesen. Ja, genau, das war ja dieses, mit dieser komischen Fernsehdings, Fernsehpredigt, wo wir da auf den Ding gehabt haben. Was ich ein bisschen seltsam finde, dass wir das hier auf den Fernseher sehen. Also, dass das so ausgestrahlt wird. Wusste nicht, dass Sekten da so eine offizielle Dings haben. Ja, egal. Hier in den Raum waren wir bisher noch nicht drin. Das heißt, hier schauen wir uns um. Schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Aus dem Buffet können wir uns nichts rausholen. Naja. Ich habe Hunger. Der Fernseher ist aus und das kann auch gern so bleiben. Ich bin froh, dass ich solche Leute wie diesen Prediger der Apokalypse nicht mehr sehen muss. So, was haben wir da? Noch ein Foto? Und da fehlt's Foto, oder? Das Foto eines kleinen Seriendarstellers, der wohl irgendwann mal mit diesem Schiff gefahren ist. Ein leerer Rahmen. Entweder hing hier mal ein Bild oder es soll noch eins rein. Ha, aber warum sollte man dann das Bild abhängen, wenn man noch keinen Ersatz hat? Ich stell gerade fest, dass ich eigentlich viel zu selten Blumen geschenkt bekomme. Da nimm eine mit. Ich finde, dass ich diese Blumen wirklich verdiene. Okay, du hast gleich alle mitgenommen. Ich wollte eigentlich jetzt nur eine mitnehmen, aber ja gut. Ein Flaschenöffner. Ein einfacher Flaschenöffner. Hm. Nicht besonders formschön. Ja, sieht aus wie so ein Anker. Das würde doch zu dem Schiff passen. Okay, was haben wir sonst noch? Ach. Ich dachte, durch die eine Tür, da wir durch die eine Tür nach links reingegangen sind, dass wir hier auch rauskommen würden, aber das Ding ist ein bisschen verdreht. Ja, okay, es gibt nur eine Tür hier. Ja, sonst gibt es hier anscheinend nichts. Ja, das hat mich jetzt gerade noch ein bisschen überrascht gehabt. Das da ist das, was ich meinte. Ich gehe hier links rein und komme wieder genauso wie hier raus, dass das so halt gedreht ist. Ja, gut. In dem Fall gehen wir mal. Schauen wir uns einfach mal weiter um. Was haben wir denn alles noch? Also die Unterdeck, Oberdeck. Da schauen wir gleich, ob es offen ist. Aber wir gehen erstmal dahin, wo wir schon waren. Und zwar auf das Sonnendeck. Ja, hier gibt es definitiv ein bisschen was Neues. Ein großes Poster von einem winzig kleinen Popstar. Winzig klein stimmt natürlich nicht, ist eher symbolisch gemeint. Ich will ja nichts sagen, aber auf den stehen doch nur waschechte Tussis, oder? Also, wie die Frau Jordan? Oh, das kann man einfach mitnehmen. Interessant. Ein Stapel mit CDs. Die scheinen hier wohl als moderne Untersetzer benutzt zu werden. Tja, auch die Bierdeckel müssen eben mit der Zeit gehen. Kannst du welche mitnehmen? Okay. Zahnstocher. Die ideale Möglichkeit, sich auch Tage nach der eigentlichen Mahlzeit noch eine kleine Portion seiner Lieblingsspeise zu gönnen. Oh Mann. Nicht gerade ein Tom Cruise, aber immerhin. Oh, da ist noch ein Rettungsring. Schönen guten Tag. Ja, nicht wahr? Genießen wir ihn, solange es noch geht. Wie meinen? Der Klimawandel mit all seinen schrecklichen und noch immer unabsehbaren Folgen. Brennende Ölfelder im Nahen Osten, Bürgerkriege und dann das schreckliche Erdbeben in Japan. Ich sag Ihnen, bald wird die ganze Welt in Flammen stehen. So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Gut, es gibt eine ganze Menge großer Probleme auf der Welt, aber früher oder später? Wird es vorbei sein, genau. Ich sag Ihnen, wenn die Erde uns nicht mehr will, kann niemand etwas dran ändern. Den werde ich wohl nicht zu meiner nächsten Party einladen. Ja, hat er nicht ganz unrecht, aber eine Partystimmung ist es natürlich nicht. Also eigentlich nichts, was man auf dieser Kreuzfahrt haben will, wo man sich eigentlich nur entspannen will. Aber ganz unrecht hat er nicht. Achso, jetzt können wir hier über die Sachen fragen, ja. Ich habe gerade diese schreckliche Predigt von einem noch schrecklicheren Kerl im Fernsehen verfolgt. Kann es sein, dass Sie das auch gesehen haben und leicht zu beeindrucken sind? Sie meinen Pat Shelton? Mag sein. Sind Sie etwa auch einer von denen? Sollten wir nicht alle an etwas glauben, dessen Eintreffen unvermeidlich ist? Sehen Sie sich doch um. Die Welt spielt verrückt.
Überall diese schrecklichen Katastrophen. Genau wie es die Bibel vorausgesagt hat. Das kann kein Zufall sein. Ich sag Ihnen, der Tag der Apokalypse ist nah. Und dann werden nur die überleben, die reinen Herzens sind. Das hat Pat Shelton gesagt. Und ich hab gesagt, Hanebüchner Humbug. Und Pat Shelton hat gesagt, dass wir alle in Frieden und ohne Angst zusammenleben werden, sobald die Welt wieder rein ist. Das wollen wir doch alle, oder? Endlich keine Angst mehr haben. Die Angst wird doch von solchen Leuten wie diesem Shelton gerade erst erzeugt. Seine Puritas Cordis, oder wie die heißt, kann doch nur existieren, weil die Leute sich mit ein paar seltsamen Prophezeiungen und Andeutungen Angst machen lassen. Wenn Sie meinen, ist nur schade... Was ist schade? Dass ein so nettes Mädchen wie Sie hinweggefegt wird, wenn die große Flut kommt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Das Problem, was ich halt an diesen Pat Shelton sehe, ist halt, dass er halt diese ganzen Katastrophen halt... Und die ganzen Probleme, die es gibt, halt ausnutzt, um mehr Macht zu gewinnen und die Leute zu beeinflussen. Das ist halt das ganz, ganz große Problem bei dem. Die Schlüssel hier auf dem Tresen sind von Gästen? Kann man die hier abgeben? Ja, der Portier ist nicht immer an seinem Platz, weil er auch noch andere Aufgaben zu erledigen hat, während wir auf See sind. Deshalb können die Gäste hier den Schlüssel abgeben, solange sie sich zum Sonnenbaden oder Schwimmen auf dem Hinterdeck aufhalten. Sie haben Ihren aber hier nicht abgegeben, oder? Nein, habe ich nicht. Gut, ich komme da in den ersten Tagen nämlich immer leicht durcheinander. Telefonnummern kann ich mir bereits nach dem ersten Wählen jahrelang merken. Aber Menschen und Gesichter sind echt nicht meine Stärke. Sehr interessant. Ah. Das sollte ich mir merken. Wenn wir an so ein Ding rankommen wollen, müssten wir uns vielleicht ein bisschen verkleiden. Also wenn wir zum Beispiel in die Jordan-Ding reinkommen, bräuchten wir vielleicht nur eine gelbe Perücke oder sonst irgendetwas. Und dann könnte man an diese Schlüsselkarte rankommen. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Es ist ja interessant hier. Wohl die Zimmerschlüssel der Leute, die an Deck sind. Die gehören mir nicht. Wenn ich einen der Schlüssel haben will, dann müsste ich mich schon als der Passagier ausgeben, dem er gehört. Genau, und das ist das, was ich ja gemeint habe. Da könnte man vielleicht was machen. Deswegen vielleicht der Bademantel und die Baseballkappe. Kann man die miteinander kombinieren? Nee. Ich bleib lieber bei meinem aktuellen Outfit. Dass wir uns dann quasi so verkleiden könnten. Ich habe noch eine Idee. Wenn wir bei Frau Jordan spionieren wollen und sie hat ein rosa Ding an, wie es aussieht, so ein rosa Bademantel, dann müssten wir nur den rosa färben. Und das geht doch mit einer roten Socke. Dazu müssten wir aber nach unten gehen und es in die Waschmaschine tun, die allerdings momentan läuft. Und das heißt, wir müssten... vielleicht können wir mit dem Flaschenöffner an die Glocke bimmeln, so ding, 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 und dann ist es fertig. Und dann könnten wir das da... Ja, das passt. Ich habe da eine Idee. Der dient wohl eher Dekorationszwecken, denn als Rettungsring ist er viel zu klein. Für Katzen? Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den nicht brauchen werde. Na, hoffen wir es doch mal. Manchmal wünschte ich, ich hätte auch Kinder. Aber wenn ich mir das genau überlege, muss nicht sein. Hallo, Oskar. Oh, hallo, Nina. Du, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Hast du gestern gesehen, wie jemand in meine Kabine gegangen ist? Nein, wieso? Weil meine Handtasche verschwunden ist. Da sind sehr wichtige Sachen drin und das ist auch ganz bestimmt kein Spaß. Ich hab dir nichts weggenommen. Die Sachen lagen da ja schon rum. Ich wollte doch nur spielen. Ich hab dir alles wiedergegeben, ganz ehrlich. Ich hab nämlich mal die Tasche von meinem Onkel versteckt und da waren seine Medikamente drin. Er wäre fast gestorben und mein Vater wurde ganz furchtbar wütend. Deshalb mache ich sowas auch nicht mehr. Ist schon gut, ich glaub dir ja. Aber du hast wirklich niemanden in der Nähe meiner Kabine gesehen? Nein, wirklich nicht. Schade. Fein, dann will ich dich nicht weiter vom Spielen abhalten. Viel Spaß noch. Dankeschön, Nina. Schade, das wäre ja zu schön gewesen, wenn da noch was jemand gesehen hätte. Sehr stilvolles Outfit. Rosa Bademantel, grauenvolle Sonnenbrille und ein Hut? Naja, nennen wir es mal Hut. Das heißt, wir brauchen noch einen rosa Bademantel, wir brauchen noch eine Sonnenbrille und wahrscheinlich noch so einen Hut. Na, was lesen Sie denn da? Ein Märchenbuch zur Weiterbildung? Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich Sie mit überflüssiger Bildung nur langweilen würde.
Sie haben bestimmt auch noch unglaublich wichtige Sachen zu erledigen. Deshalb will ich Sie nicht weiter aufhalten. Keine Sorge, Sie halten mich nicht auf. Ich wüsste nur gerne, ob die tollen Geschichten, die Sie dem Kapitän erzählt haben, vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun haben könnten. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich frage Sie gerade heraus. Haben Sie etwas mit dem Einbruch in meine Kabine zu tun? Was? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und ich muss mir nicht gefallen lassen, dass Sie überall herum erzählen, ich würde gegen Türen laufen. Zuerst dachte ich ja, Sie wollen sich einfach nur wichtig machen. Aber dann habe ich bemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Etwas seltsame Zufälle, finden Sie nicht? Also das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie! Aber... Hauen Sie ab oder ich fange an zu schreien! Frauen, schlimm. Keine sachliche Unterhaltung kann man mit Ihnen führen. Aber ich bin mir sicher, dass sie was mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun hat. Ich muss es ihr nur beweisen. Irgendwie. Ich bin mir da aber nicht so sicher, ob das... Ach, das ist eine Rätselhilfe, oder? Ah, nee. Das ist tatsächlich... Rätselhilfe gibt's, aber das ist tatsächlich neu. Ein Verdacht an Bader Kalypso. Das Verhör mit Katrina Jordan verläuft nicht sonderlich erfolgreich. Dennoch erhärtet sich der Verdacht, dass sie etwas mit dem nächtlichen Überfall auf Nina und dem Verschwinden ihrer Handtasche zu tun hat. Vielleicht lassen sich in der Kabine von Katrina Jordan irgendwelche Beweise finden. Aber wie soll Nina dort hineingelangen? Das ist das ja, was ich schon gesagt habe. Wie wir das machen? Oh, der Typ. Das ist die Sonnenliege, das. Ja. Durchtrainiert, braun gebrannt und trotzdem so sexy wie 2 Pfund gehacktes. Ja, ich glaube, das kommt aber eher an der inneren Ausstrahlung von dem zutage. Oder so ähnlich. Hm. Hallo. Oh, hallo Zuckerschnäuzchen. So ein respektloser Kerl. Unfassbar. Der braucht mal eine Lektion. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend neue Sonnencreme. Meine ist leider ausgegangen und hier an Bord scheint es keine zu geben. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Sie sagen es. Wenn Sie welche auftreiben können, bringen Sie mir doch bitte was davon mit, ja? Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Hier ist die leere Tube. Genau so eine muss es wieder sein. Meine makellose Haut ist ziemlich empfindlich und die Sonnencreme reichte leider nur für meine durchtrainierte Vorderseite. Ohne Sonnencreme kann ich mich nicht auf den Bauch legen. Und wenn ich mich nicht auf den Bauch legen kann, dann kann ich nicht gleichmäßig braun werden. Sie sehen also, ich habe da ein echtes Problem. Ja, das ist mir schon bei unserem ersten Gespräch aufgefallen. Aber, was mir da auffällt, dann geben wir ihn Sonnencreme, er legt sich rum. Da er dann die Sonnenbrille nicht braucht, legt er die zur Seite und wir bekommen die Sonnenbrille, die wir für unsere Verkleidung brauchen werden. Und ich habe einfach noch auch das andere Dings noch, diese Assoziation von Monkey Island 3, wo man den einen auf seinen Rücken Öl drauf gemacht hat, um an die Karte zu kommen, die aus seiner auf seiner Haut tätowiert war. Warum habe ich das Gefühl, dass wir das ähnlich machen werden wie... ja. Oh je. Nicht so du sollst auch nicht baden, sondern hierher gehen. Wir können ihn auch mal fragen, ob er Sonnenöl hat. Hallo, erinnern Sie sich an mich? Klar, Sie sind Frau... Nina Kalenko. Wusste ich doch. Ich hätte es fast gehabt. Beim nächsten Mal weiß ich es ganz sicher. Versprochen. Kann ich es einfach dir zeigen? Nee. Okay, das geht nicht. Da ist die Frage, was machen wir da rein? Seife vielleicht? Hohoho. So, Oberdeck. Weiterhin gesperrt? Nein, nicht gesperrt. Sehr schön, was haben wir denn hier alles? Nee, das ist nix. Wir haben auf jeden Fall eine Lüftung. Das gehört wohl zur Klimaanlage. Die Luft, die da rauskommt, ist ganz schön heiß. Ich könnte mir auch was vorstellen, für was wir das brauchen. Wenn das so klappt, wie ich es vorhabe, und ich denke, das müsste so klappen, dass der Bademantel aus der Waschmaschine kommt, ist der noch nass. Und wir haben keine Zeit, ihn natürlich so zu trocknen, und der Trockner ist kaputt. Dann werden wir doch die heiße Luft hier benutzen, um unseren Bademantel anschließend zu trocknen. Mann, ich habe gerade Ideen. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Ich störe ja nur ungern, aber meine Handtasche ist weg. Hören Sie, gute Frau. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich muss mich um das Schiff kümmern.
Wenden Sie sich doch bitte an den Portier. Der ist für solche Dinge zuständig und kann Ihnen bestimmt behilflich sein. Ja, ich dachte nur... Entschuldigen Sie mich bitte. Unser derzeitiger Aufenthaltsort erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Eine angenehme Fahrt noch. Ja, der denkt sich aber auch wahrscheinlich die komischsten Sachen über die gute Nina. So, dann Unterdeck. Was haben wir denn da noch alles? Da können wir durch die Fenster reinschauen. Das müsste Kabine Nummer 5 sein. Was haben wir da? Ich sehe überhaupt nichts. Okay. Und das hier? Das ist dann Kabine Nummer 3, unsere das Kabine? Das müsste Kabine Nummer 4 nee. Sein. Und wir haben 3. Das sehen wir auch nicht, aber das könnte wahrscheinlich noch wichtig werden. Und sonst haben wir hier unten nichts. Okay. Dann probieren wir doch mal... Gut, dass ich Sie treffe. Ich muss mich dringend mal mit Ihnen unterhalten. Müssen Sie das? Ja, es ist wirklich wichtig. Es geht um die Vorkommnisse auf dem Schiff. Was für Vorkommnisse? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass an Bord einige äußerst merkwürdige Dinge vor sich gehen? Doch, wenn Sie mich so fragen. Und darüber können Sie mir was erzählen? Ich will erst noch ein paar wichtige Dinge klären. Lassen Sie uns doch heute gemeinsam zu Abend essen. Dann kann ich Ihnen erzählen, worum es geht. Ich weiß nicht. Sie sollten mir schon mal sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Das geht leider nicht mal so eben auf die Schnelle. Und bevor ich mir über den einen oder anderen Punkt noch nicht völlig im Klaren bin, sagen wir 20 Uhr im Restaurant? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Prima, vielen Dank. Falls noch was sein sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht beim Portier. Ich habe Kabine Nummer 5. Zu der wir auch... Komischer Kauz. Aber stimmt schon, auf dem Schiff gehen so einige merkwürdige Dinge vor sich. Da wäre ein bisschen Aufklärung sicher nicht schlecht. Bin mal gespannt, was der mir heute Abend erzählen wird. Aber jetzt erstmal zurück zum Hier und Jetzt. Bis 20 Uhr habe ich noch viel Zeit, um einiges vielleicht auch selbst aufzuklären. So, was ich mir jetzt vorstellen kann, es wird wichtig sein, in den seine Kabine zu schauen, wo der drin ist. Das können wir auch gleich nochmal machen. Ob jetzt vielleicht da was ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der wird nicht überleben. Der wird zu diesen 20 Uhr Verabredung nicht erscheinen und wird jetzt danach tot aufgefunden werden. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So, jetzt gehen wir da mal rein. Und jetzt probiere ich mal aus, ob das ja so klappt mit der Klingel. Ja, jetzt könnte durchaus der richtige Zeitpunkt sein, mal wieder was zu zerstören. Ich habe eigentlich damit gedacht gehabt, du klopfst einfach nur auf das Ding drauf, dass es so Ding, 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 Ding macht. Naja. Die habe ich von der Klingel im Waschsalon abmontiert. Oder ich kann ihm sagen, die Klingel ist kaputt. Sie klingelte nur einen Sommer. Und den Dings? Doch, den Hammer. Klingt krank und hat offenbar auch keinen übermäßig beeindruckt. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, es etwas weniger krank und dafür lauter klingeln zu lassen. Kann ich das Ding auch wieder draufsetzen? Nein, ich habe sie kaputt gemacht und dann muss man auch mal konsequent sein und sie kaputt lassen. Okay. Kann ich ihm sagen, dass das Ding kaputt ist? Warten Sie immer noch auf die Wäsche? Ja, das scheint heute ewig zu dauern. Wenn Sie auf das Klingeln warten, ist das auch kein Wunder. Wieso? Weil Sie dann sehr lange warten können. Wieso? Stimmt was nicht? Ich sage Ihnen, was nicht stimmt. Die Klingel ist kaputt. Das stimmt nicht. Sehen Sie, die Klingel ist kaputt. Ich vermute, die Wäsche ist einfach noch nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig? Wann haben Sie die Maschine denn eingeschaltet? Vor 4 Stunden. Sie braucht halt heute etwas länger. Hören Sie, mein Freund, ich erkenne eine kaputte Klingel, wenn ich eine kaputte Klingel sehe. Und in eben diesem Moment sehe ich eine. Nein, nein, sie ist nicht kaputt. Die Wäsche ist nur noch nicht fertig. Noch nicht fertig? Nach 4 Stunden? Ja, die Wäsche war ja auch außergewöhnlich dreckig. Da fehlt die Glocke. Die Klingel kann gar nicht klingeln. Sie ist kaputt. Nee, nee, die Wäsche braucht noch. Sie funktioniert vermutlich nur dann, wenn die Wäsche auch wirklich fertig ist. Sie können auch noch 1001 Nacht hier verbringen. Sie hat das Zeitliche gesegnet. Diese Klingel ist nicht mehr. Sie hat aufgehört zu sein. Sie ist abberufen worden und eingegangen zum Herrn. Das ist die seelenlose Hülle einer Klingel. Der Lebensodem ist aus ihr gewichen. Sie ruhe in ewigem Frieden. Sie hat den Schirm zugemacht und zwitschert jetzt Halleluja auf ihrer himmlischen Wolke. Dies ist eine Ex-Klingel. Na gut, dann hole ich jetzt die Wäsche raus. Puh,
Puh, um hier eine freie Waschmaschine zu bekommen, muss man sich wirklich den Mund fusselig reden. Ach du Schande, und ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, nachdem er nicht geglaubt hat, dass die Klingel kaputt ist, wir müssten sie irgendwie reparieren. Aber ich glaube, wahrscheinlich braucht man sie tatsächlich für oben, um den Portier wieder rufen zu können. Aber ich habe jetzt echt gedacht, ich muss sie hier irgendwie reparieren, um, ja. So, lasst uns mal was probieren. Das hier rein? Eigentlich ist er relativ sauber, aber was soll's, kann ja nicht schaden. Ist es auch so, dass wir die... Nee, die Baseballkappe, machen wir die Rosen drauf. Dann sieht es so ähnlich aus wie ihre Mütze, oder? An Hüten mögen Blumen vielleicht noch halbwegs erträglich sein, an Baseballmützen aber definitiv nicht. Ja, okay. Und da auch rein? Nicht nötig. Sauber genug. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch noch irgendwas machen müssen. Stoff? Nicht nötig. Oder muss ich das mit dem Stoff machen? Nee. Ah. Etwas später. Das sollte reichen. Oh, die Socken färben tatsächlich immer noch. Was soll's. Weiße Bademäntel sind eh nicht mein Fall. So, jetzt haben wir ja einen nassen Bademantel, der noch trocknen muss. Der ist klitschnass? Den ziehe ich nicht an. Ah, Moment, für den Hut, den Rettungsring. Der hat ungefähr die Form. Können wir den Stoff mit dem Rettungsring belegen? Tja, was mache ich jetzt damit? Ich rufe mal meine verborgenen Talente als Modedesigner ab. Ja, und das schmücken wir jetzt noch mit den Blumen. So, jetzt ist der Hut zwar immer noch nicht wirklich schön, aber für ein berühmtes englisches Pferderennen wird's schon reichen. Und jetzt dürfte der so ähnlich aussehen. Ja, genau, so ähnlich wie der Dings. Dann haben wir das hier und das hier, wobei, das müssen wir noch trocknen. Und da kommt mein anderer Plan, den ich ja hatte, zutage. Das hier. Aus dem Abluftgitter kommt so viel warme Luft, da dürfte der Bademantel bald trocken sein. So, trocken genug. Gut, dann haben wir jetzt einen trockenen Bademantel. Kann ich die zwei miteinander verbinden? Perfekt. Aber sie ist noch unfertig. Da fehlt noch die Sonnenbrille. Und die wissen wir ja auch schon, wo es die gibt. Da ist nur die Frage, wie bekommen wir neue Dinger hier? Könnte natürlich sein, dass wir da zum Portier müssen und da erst einmal diese Klingel dafür brauchen, dass wir den rufen können. Das schauen wir aber mal beim nächsten Mal an. Bis dahin macht's gut und tschüss, bis morgen.